Gucci! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und bei mir ist wieder mein Ehrengast, Komani Kev. Ich grüße euch, Leute. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Und wir sind wieder die Osaka Boys aus Osaka. Denn Osaka, ich glaube, es war das auch deine Favorite Stadt in Japan? Das war meine Lieblingsstadt in Japan. Ich und da möchte auch. Ich auch nächstes Mal starten. Und ich würde sagen, wir haben wieder japanische Werbung für euch, wie das letzte Mal schon. Und deswegen, wir starten sofort. Und zwar bei 3, 2, 1, let's go! Oh, Kaffee Olé, es geht um Kaffee. Kaffee oh lecker, so gesagt. Was auch immer ein Bär mit Kaffee zu tun hat. Ja, aber voll, ja. Aber die ist süß, die Werbung, die ist voll schön. Ich glaube, es war eher so Eiskaffee oder sowas Süßes. Alter, sieht das geil aus. Voll gut gezeichnet, ist bestimmt wieder ein Handy-Game. Findet ihr das, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, das ist doch mega stylisch gemacht, oder? Ach, das ist, okay, es war ein Gebäude. Okay. Oh, die Europäer werden nackt gezeichnet. Warum haben sie jetzt wahrscheinlich keinen Asiaten? Genau! World of Tanks gibt's also auch in Japan, okay. Scheiße. Okay, die hat mich jetzt gekickt, die Werbung. Ich würde schon sagen, die haben extra keinen Japaner genommen, sie hätten sie nicht so ein Rohr malen können. Peach-John. No racist. Peach-John. Oh, japanischer Sherlock Holmes und weiblich, gefällt mir. Kuriko! Okay, weiß ich nicht. Katori, ich bin so gut. Katori, Shingo, Ikeda, Kaisok, Chu. Boah, so trage ich mein Hemd jetzt auch immer. So werde ich jetzt nur noch trainieren. Alter. Mit dem Halsschmerzen. Boah, Baseball. Baseball war auch das längste Spiel, was wir in Japan je gesehen haben. Wir haben, glaube ich, alle nur 30 Stunden geschlafen und haben uns dann dieses 12-Inning-Spiel reingezogen und alle fast eingekommen. Übel! Ich hoffe, du hast gerade auch mitgetanzt. Ich habe total mitgetanzt. Oh ja, wisch, wisch, wisch hier. Digga, das scratchen. Aber das ist cool, da ist echt Wachs mit drin, ne, in den Dingern. Ja, das ist der beste Wachs der Welt, ne. Nehme ich auch für meine Haare. Ohlala. Ah, es geht um... Ja, mein Vorteil, was ich hatte gegen asiatische Frauen, hat sich ja auch geändert in Japan. Sehen echt gut aus. Und nicht alle gleich. Echt so, echt so. Oh, geil, Mann. Was sind das für Spiele? Was ist das? Rei Giganto. Bandai Namco. Oh, Rei Giganto. Alter. Das ist aber eigentlich voll das langweilige Spiel, glaube ich, in Wirklichkeit. Ich mag das, wenn die sowas zeichnen, wenn das so gezeichnet aussieht und so ein bisschen ruckelig ist, so wie das jetzt gerade, oder vorhin auch das eine. Hä? Dass sie auch immer ein bisschen Anime mit einbringen müssen, in jedem Ja, ja, übel, auf jeden Fall. Das merkst du richtig. Ja. Wenn es so was ganz Kleines kurz ist. Und oh, ich würde mir es einfach wünschen, wenn es hier einfach so wäre, aber... Ich würde so in so einer Welt leben können. Ich würde wieder Werbung schauen hier in Europa. Oh nein, der Demon, Alter. Ja. Das ist damals schon Plastikrahmen-Nudeln. Auf jeden Fall. Ich denke schon. Wie gut die halt die Werbung machen, ne? Als wär's ein Film. Oh, wie schön ist das. Guck dir mal den Wald an und gerade das Haus, wo die drinnen waren. Oh, oh, wie ein kleiner Film. Untertitel. Oder?
Das weil sie damals auch schon Handys hatten. Also Japan war schon immer modern. Die waren sogar schon modern, wo sie noch nicht modern waren. Absolut, ey. Was? War der gerade schwarz? Was? Ja, das ist schon wieder rum. So schnell. Konnten wir nicht auch groß was sagen jetzt dazu? Mensch, das ist. Ich, ja, was soll man dazu gerade sagen? Singender Hund. Singender nice. Hund. Warum weißt du, der Kerl eigentlich am Ende schwarz? Ich hab das nicht mitgekriegt. Du, ich hab irgendwie bei diesem Mal irgendwie gar nicht so viel mitbekommen. Ich war völlig reizüberflutet durchgehend. Ganz normal. Wie Japan, es ist alles so leise und doch so laut. Ja, genau. Aber diesmal war es auch, finde ich, ein bisschen weniger verrückt von den. Also es war ja typischer ein bisschen. Also ein bisschen klassischer. Oder wir gewöhnen uns dran, das kann auch sein. Oder wir gewöhnen uns dran! Okay, das kann natürlich auch sein. Gewöhnt ihr euch da draußen dran? Schreibt das uns mal in die Kommentare. Oder wird das für euch immer crazy bleiben? Ansonsten würde ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst und immer wieder gerne. Die Leute dürfen dich gerne abonnieren, das steht am Ende des Videos jetzt und wir sehen uns bald wieder. Sayonara. Sayonara. Bis bald. Ciao. Ciao, matane. Ah.